Hosch Gellens bei Kfz Tutsi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um den BMW E46 Kompaktkompressor. Zum Vergleich, das war die erste Riemenscheibe, die wir hatten. Das war die 115er. Das ist die ehemalige 95er. Und was haben wir damit gemacht? Hier nochmal vielen Dank an Fado, der mir das Ganze einmal abgedreht hat. Und hier ist natürlich eine kleine Riemenscheibe, schnellere Drehung. Wir haben den jetzt gemessen und was ist rausgekommen? Jetzt müssen wir hier nochmal. Jetzt schauen wir mal, wie viel Ladedruck der Kompressor mit der 80er Riemenscheibe macht. PSI und das ist Maximum. Mehr schafft dieser Kompressor nicht. Es ist nicht gesund. Ist mir auch klar. Ich kann auch nicht sagen, wie lange das Ganze auch hält. Aber das ist schon krass. 22 PSI ist umgerechnet 1,51 bar. So viel. Ich habe mir die Arbeit gemacht, habe das Ganze hier nochmal gemessen. Hier haben wir 17, 18 PSI. Das heißt, der schluckt hier 5, 6 PSI. Unser Ladeluftkühler. Darum kommt dieser Ladeluftkühler auch neu mit diesen Verrohrungen und so. Wir versuchen hier so einen geraden Weg wie möglich zu machen. Normalerweise, wenn wir das jetzt so machen, Ladeluftkühler kommt rein, dann gehen wir auf die Rolle mit der 80er Riemenscheibe, mit einer neuen Software und dann wollen wir natürlich schauen, was wir an Leistung haben. Dann habe ich mir überlegt, den wollte ich ja sowieso abmachen, der wird ja sowieso bearbeitet. Wir haben doch überhaupt keine Differenz. Ich sage ja immer, wir drücken zweimal und dann haben wir die Leistung nicht. Wie wäre es, wenn wir das einmal zeigen? Ich werde diesen Kompressor auf den Originalzustand bringen, das heißt direkt zu der Ansaugung gehen. Und danach gehen wir nochmal auf die Rolle und werden drei Messungen machen. Ich sag mal so hintereinander die Messungen machen. Das heißt, wir werden den abkühlen, eine Messung machen, dann werden wir sofort die zweite Messung machen und dann werden wir noch ein paar Minuten warten und dann die dritte Messung machen. Und dann möchte ich mal sehen, wie viel PS wir haben. Natürlich bin ich auch gespannt, was diese 1,51 bar hier bringen mit der neuen Software. Werden wir überhaupt viel mehr PS haben oder ist das eigentlich nur noch heiße Luft, was wir reinblasen? Bei der Messung werde ich natürlich Folgendes machen, Ansaugtemperaturen messen. Vielleicht später, wenn wir den Ladedruckkühler nochmal verbauen, dann können wir das gleiche ja nochmal machen. Auch mal wieder 3, 4 Messungen machen und auch die ganzen Ansaugtemperaturen messen. Warum haben wir das nicht vorher gemacht? Jetzt können wir das noch machen, bevor wir diesen Ladeluftkühler endgültig einbauen und so lassen. Alles ausgebaut. Ist der auch schon ab. Das ist ja das, was wir verlängert haben. Wir mussten das natürlich ein bisschen dünner machen, das Ganze hier, weil der Kompressor genau hier drauf war. Einfach. Ach, was steht denn hier? Warum fehlt dann da ein G? Machen wir doch. Einmal G. Power. Komm, da sind wir doch so nett. Und machen für euch das G hier. Habt ihr ja vergessen. Wie wenn das Ganze jetzt wieder abschneiden, abschneiden und wieder zusammenschweißen. Damn that Hennessy, the nigga you don't wanna see. Let me proceed, my definition of some thug shit. Y'all don't hear me, now that it's poppin', ain't no love, bitch. I'm maintaining the game in the gutters where I still kick it. I'm tryna hustle up a meal ticket. I'm still wicked in my ways, I hustle to my dying days. Ain't nothing wrong with getting paid from nigga Blaze. Cause we some motherfuckin' fools, walking through the streets wearing jewels. Breaking niggas, making moves, even the cops can't stop us. My enemies flip when they see me drink a fifth of that Hennessy. This is Los Angeles. You gotta be down and you can't be a hoe, no. This is Los Angeles. You gotta be down and you can't be a hoe, no. This is Los Angeles. You gotta be down and you can't be a hoe, no. This is Los Angeles. You gotta be down. Das wieder zusammengebaut. Ohne Laden ist wieder das Ganze. Ja, ist nicht, haben wir auch geguckt. So, jetzt mit der 80er Riemenscheibe. Gerade brutal. Ich fand, der zweite, der hat schon gerade, und ich habe nur ganz kurz beschleunigt, ne? Weil ich ja Angst habe, weil 80er Riemenscheibe, 1,5 bar, es ist nicht ohne. Ne? Ja, also, bitte. Ja, genau. Wir können natürlich den Motor einfach mal hops nehmen. Es ist ja nicht so, dass ich es nicht will.
Also der fühlt sich schon bissig an, ne? Irgendwie schon, ja. Für einen leichten Touch war das ziemlich gut. Ja. Unser Ladeluftkühler komplett rausgeholt. So sieht das Ding aus. 80er Riemenscheibe. Wir haben 1,5 Bar gemessen. Das ist schon krass. Ja, egal. Wir werden auf jeden Fall keine Prognose stellen. Ich werde jetzt einfach mal frech nach mit dir fahren und sagen, mit dir kannst du einmal messen. Wir sehen uns gleich mal mit dir. Ich bin bei mit dir angekommen hier. Der Fuzzi weiß sich zu helfen und macht sich erstmal einen Kaffee. Was ist das? Oh, kein Wasser. Ja, klar. Okay, der Fuzzi macht sich keinen Kaffee. Hallo! Komm, 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 hier lang. Ja, ich schätze mal, das ist ein TDI. Natürlich macht der Liebe mit dir auch Software-Updates für TDIs, dass er weniger verbraucht und so weiter. Ihr könnt euch natürlich gerne bei ihm melden. Bester Mann. Mit dir, grüß dich! Hi. Wie geht's dir? Ja. Wo hast du deine Haare gelassen? Überpünktlich, ja, die fallen mir aus. Ach, hör auf, ey, doch nicht bei 20, ey. Bitte ja, nicht. 21, wir müssen schon bei der Arbeit. Ja, alles gut, mach du mal deine Arbeit hier. Ja, ich bin auch fertig jetzt, musst du nur noch runterholen. Also ja, so. Bitte, was musst du? Okay, lass mich nicht aufhalten hier. Montag, da muss man den erstmal runterholen hier. Mhm, 3 Liter, ja. Ja, sowas machst du ja auch sehr oft, ne? Ja. Software-Update. 3 Liter, das ist fast schon. Den machst du schon blind, ne? Ja, das sind schon echt viel, ja. Weil du weißt ja, ich habe hier so ein Phaeton, da weißt du ja noch, was kommt, ne? Ja. Eine Frage jetzt, hier so, was ist das jetzt, 240 PS, 250 PS? 272 haben die. Was machst du, was kann man da rausholen so? Pi mal Daumen, weil Spritpreise, hast du ja mitgekriegt, ne? Ja. Was hier los ist und da überlegt sich ja jeder jetzt einen Diesel zu holen. Ja, diese mit die Single Turbos hier, die, ja, ich sag mal so 310 PS kann man ungefähr machen, dann machen wir jetzt ein bisschen tricky, weil... Ja, also, die Luftmassenmesser da halt am Ende sind, aber man kriegt da auch ein bisschen mehr hin. Die sind auch abgastemperaturtechnisch nicht so kritisch wie die Beat-TDIs. Mhm. Und jetzt die alten Pumpe-Düse oder sowas, was du da hast, die V10, die sind da sowieso noch ein bisschen unkritischer. Also die werden nicht so schnell so heiß. Ja. Also das kommt echt ganz, ganz stark darauf an, was das für ein Motor ist. Dass der, ja, ob das jetzt ein BTD ist oder so. BTDs sind grundsätzlich eigentlich, zumindest bei der VAG-Gruppe, abgastemperaturtechnisch ziemlich kritisch. Ich sag mal, wenn er jetzt 8 Liter verbraucht, wie viel wird der weniger verbrauchen? Das würde mich mehr interessieren, jetzige Zeit, als mehr PS. Ja, die Frage kommt oft. Muss ich aber dazu sagen, dass man es kaum ehrlich beantworten kann, weil das steht und fällt eigentlich hauptsächlich damit, wo und wer das Auto bewegt. Ja. Also als Beschreibung erstmal, und dann kann man sich, glaube ich, besser vorstellen, der Spritverbrauch, das ist ja kein, also der sinkt nicht aufgrund von Hokuspokus oder so, sondern das ist hauptsächlich eigentlich, weil das Drehmoment in kleinen Drehzahlen steigt. Und somit hast du die Möglichkeit im nächst höheren Gang. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Autobahn fährst und du merkst halt Serie, okay, er wird jetzt ein bisschen schwach, ich muss runterschalten, dann ist das letztendlich aufgrund der mehr Drehzahl auch der höhere Verbrauch. Und wenn du jetzt halt so eine Leistung bzw. Drehmomentsteigerung hast, schaffst du viele Situationen im nächst höheren Gang halt. Ne? Und das hilft dir dann dabei, Sprit zu sparen. Ja, klar. Also mit Sicherheit, also bei je größer und schwerer das Auto ist, desto mehr Potenzial ist da auf jeden Fall zu sparen, ja. Große Autos, da sind schon mal so 2 bis 3 Liter auf jeden Fall realistisch. Bei so einem jetzt hier würde ich mal sagen, halber Liter bis Liter ist da. Aber das ist ja auch gut. Halber Liter plus, wie viel PS hat der jetzt? Hast du gerade gemessen? Ja, fast 310, ja. 310, also haben wir hier 40 PS mehr. Ja, wie viel Newton hast du jetzt rausgeholt? 85 mehr. Als also hier. 40 PS mehr, 80 Newton mehr und plus. Ich sag mal 1 bis 2 Liter weniger Verbrauch, hallo. Was willst du mehr? Ja, ihr wisst Bescheid hier. Bei mit dir könnt ihr euch melden. So, der mit dir macht nochmal hier mit unserem kleinen Lüfter, den auch jeden Tag in seinen Haaren benutzt. Ja, das aber öfter da brauche ich immer einen sehr starken Föhn. Mann, das ist jetzt 1-2 Minuten. Und dann werden wir die erste Messung direkt machen. Und dann die Ansaugtemperatur werden wir messen. Ja, die Zündkerzen sieht ja aber gut aus. Mhm. Die waren aber. Kannst du mal sehen, was man hier alles erlebt. Das Auto ist top in Ordnung. Da ist gar nichts mit. Das, Inspektion, muss, alles neu. Zündkerzen, alles neu, ne? Das muss an der Software. Ach du Heilige, was ist das denn?
Boah, gut, dass du den nur abgekriegt hast. Ey. Das muss natürlich an der Software liegen, das ist ja immer so. An der Software liegt das? Ja, definitiv. Immer. Das Auto lief ja vorher. Ja. Da war alles in Ordnung. Ja, ja. Ist immer so. Du kennst das doch. Wenn es nicht läuft, immer Software. Und wenn man die Leute fragt, ob mit dem Auto alles in Ordnung ist, ja, ist neu. Neu. Jetzt war 300.000 Kilometer gelaufen. Das ist alles in Ordnung. Das ist alles in Ordnung. Dann löst du irgendwas, fängt es ab, so, ne? Auf jeden Fall richtig krass gehört habe, dass der Auspuff anfängt zu fauchen. Hast du es auch gehört? Hab ich gehört, danach hat er voll rausgehauen. Ja. Also Abgasanlage ist nicht gut. Aber Bruder, wir haben mal eben 275 PS. Ja, und 355. Ich habe jetzt extra gerade mal die alte Messung rausgesucht. Die auch übrigens nach derselben Norm korrigiert ist, also es ist alles das Gleiche. Es ist, und das Geile ist, wir haben das bei 5900. Das ist jetzt der Drehmoment ist jetzt blau, das gehört also zusammen und rot und keine Ahnung, was das für eine Farbe ist. Aber hier sieht man schon, dass wir früher höher gedreht haben. Ich habe das aber jetzt abgebrochen, weil der voll heftig angefangen hat zu fauchen und daher wird auch diese Geschichte kommen. Okay. Also Abgasanlage ist auf jeden Fall am Ende, wenn du überhalb von dieser Leistung, also eigentlich kannst du 275 PS schon so nicht fahren, weil die Abgasanlage faucht auf jeden Fall krass. Aber es wäre mir gleich lieber, wenn du gleich nochmal dieses Stück machst, weil wir müssen sowieso messen, warum mit dir? Ich habe nicht mal hier Ansaugtemperatur messen können, du hast schon sofort gedrückt. Ich konnte schon nicht drücken. Ja, dann lass den nochmal abkühlen schnell. Okay. Ne, also, ja, gerade. Das kann losgehen, du bist bereit. Ja, nein, war ich noch nicht. Komm, wir kühlen den nochmal ab. Okay, dann kühlen wir noch 5 Minuten nochmal ab. Aber ey, Leute. 275 PS und, wie viel war das? 355 Newton. Und das Geile ist ja, wir haben an der Software gar nichts mehr gemacht. Das finde ich eigentlich krasser. 237 Newtonmeter. Also Drehmoment ist auf jeden Fall viel besser geworden. Ja. Ja. Guck mal, es sind an der Stelle 80 Newtonmeter mehr. Ne? Geil. Das muss man doch gemerkt haben beim Fahren. Ey, ich habe extra nicht gedrückt. Dass er zu heiß wird, habe ich gesagt, drück nicht. Natürlich habe ich mal ganz kurz den dritten, zweiten beschleunigt. Aber das gefällt mir. Okay, dann gehen wir mal auf Ist-Werte. Ansaugtemperatur, die hatten? Ich denke über 100 Grad. 115 Grad. Habe ich mir schon gedacht, das ist auch normal, ja. Ja. Weil das wird halt gar nicht gekühlt, ne? Der nimmt doch irgendwo voll die Zündung weg. Normalerweise, also Serie machen die das so bei 60 bis 70 Grad ungefähr. Da geht das dann, nehmen die langsam Zündung zurück, ja. Und teilweise bei denen geht sogar die Drosselklappe dann zu. Bei extremen Temperaturen, bei solchen Software-Geschichten muss man das halt ja aus Erfahrung ein bisschen annehmen. Halt, ne? Wenn man keinen Kühler hat, dann muss man halt gucken, dass man das anpasst. Und ich weiß jetzt nicht, was die da gemacht haben, aber normalerweise sollte er halt irgendwann aufhören. Aber das war jetzt zumindest nicht unser Problem. Aber das, was wir jetzt, ich mach mal die eine Messung weg, ja, da sieht man schon, dass das so leicht wellig geworden ist. Ne? Genau, und das ist auch der Moment, wo der dann anfängt zu fauchen. Ja. Genau, das hat man voll auch gehört. Aber wir müssen auch dazu sagen, wir haben den auch wieder 5 bis 10 Minuten wieder gekühlt, ne? Das ist ja gut. Ich meine, die Temperatur ist halt voll raus. Das siehst du auch jetzt hier. Also die Leistung ist annähernd ähnlich, aber ist halt ein bisschen kleiner. Ja, wenn wir es gekühlt haben. Hätten wir das jetzt nicht gekühlt? Obenrum hörst du ja richtig krass, ne? Ey, hättest du das nicht gesagt, ich wäre im Leben nicht auf dem Gas geblieben, weil
Das hört sich nicht gut an. Also wenn man das Ganze jetzt kühlen würde, ich sag mal, dass man wenigstens mal 40 Grad Ansauglufttemperatur hat, also 80 Grad weniger. Ja. Dann würde ich sagen, kommt man schon in diese Richtung. Ja. Also ob es jetzt wirklich eine 3 vorne ist, weiß ich nicht, aber es geht auf jeden Fall deutlich weiter in diese Richtung. Davon kann man ausgehen. Ja. 355 Newton, das ist geil. Und mit dem Ladeluftkühler zusammen bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass da nochmal gut was gehen sollte. Ne? Mit den Zahlen um sich werfen ist halt immer schwierig. Ja gut, wir haben jetzt einen super Vergleich. Genau das wollte ich auch. Wir haben jetzt das Ganze ohne Ladeluftkühler gemessen. Ladedruck haben wir jetzt nicht gemessen wieder, aber ist ja auch egal. Wir sehen uns auf jeden Fall, wenn ich den Ladeluftkühler einbaue, Auspuffanlage ein bisschen bearbeite, dann sehen wir uns nochmal. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir das, weil ich ändere nichts an der Software. Genau. Hast du noch was zu sagen? Ja, danke, tschüss, auf Wiedersehen. Mit dir, dank dir. Jo, ciao. Hey, ich bin happy. Warum bin ich happy? Ja, weil diese 80 mm Riemenscheibe einfach gehalten hat, wo die Leute gesagt haben, nee, geht nicht, wird nicht mehr Leistung bringen, wird nicht mehr Ladedruck bringen. Doch, es hat es. Fast 40 PS mehr und fast 100 Newton mehr. Das finde ich geil. Der Ladedruck muss ja auch schnell entweichen, ist klar. Sonst hat man einfach zu viel Gegendruck und das haben wir jetzt auch. Ach, was ist denn hier? Domepipes. Ah, kommen die denn her? Man kann den fahren, klar, aber man kann den nicht auf Dauer fahren. Wann nimmt er die Zündung weg? Und wie stark drosselt er das Ganze? Weil da ist ja eigentlich viel mehr drin. Aber kann er nicht machen, bei 115 Grad. Was soll man da sagen? Das ist schon sehr viel an Ansaugtemperatur. Und wir haben das nochmal gekühlt. Jetzt stellen wir vor, wir kühlen es nicht. Ich glaube, der wird sogar viel höher gehen. Keine Ahnung. Wir wollten das auch nicht ausprobieren, deswegen auch nicht die dritte Messung gehabt. Egal. BMW ist happy, ich bin happy und mal gucken, wo die Reise noch hingeht. So, danke schön fürs Zuschauen. Bleibt gesund, euer Kraft-Tutti. Bis dann, haut rein. Ciao.